Zum Raum der Wünsche müssen wir eigentlich gerade nicht. Außer wenn wir die Tiere mal ein bisschen streicheln würden. Also können wir bei ihm hier vorbei, bei Professor Fick vorbeischauen. Ihm hatten wir auch noch nicht Unterricht. Ist doch unterrichtender Lehrer. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Aha. Nehmen wir den noch glatt mit. Wusste ich nicht, dass er hier einen Demigeist hat. Du gehörst mir, Demigeist. Yep. Mit ihm reden können wir nicht. Schade. Ich habe Bakars Turm schon oft gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass er so viele Geheimnisse birgt. Okay. Oh, hier gibt es eine Sidequest. Mir egal, wie man in die anderen Gemeinschaftsräume kommt. Ich wurde mit gutem Grund in mein Haus sortiert. Ich meide den Gemeinschaftsraum heute. Ronan fragt Akio ab. Und aus allen Ecken kommt alles Mögliche geflogen. Ein verirrter Federkiel hätte mir fast das Auge ausgestochen. Katze streicheln. Ich war schon im Gryffindor Gemeinschaftsraum. War spannend. Hab mich reingeglitscht. Noch mehr Katzen. Es gibt nur einen Gemeinschaftsraum, in den jeder einen möchte. Das ist der von Hufflepuff. Moment, sprechen. Seit 1000 Jahren so. Sagt zumindest Garlic. Kein Wunder, dass Ravenclaws so schlau sind. Wenn man beim Betreten des Gemeinschaftsraums jedes Mal vorher ein Rätsel lösen muss, vielleicht etwas übertrieben. Es wäre viel netter ohne die Vertrauen. Mhm. Hallo Sophronia. Interessante Gespräche. Das war ja ein ziemlich schweres Rätsel. Was hast du jetzt vor? Ein guter Test für das eigene Wissen, oder? Nö. Ich arbeite gerade an etwas ebenso Interessantem, brauche aber Hilfe von jemandem aus der 5. Klasse. Kennst du vielleicht Hera Diana Byrne? Sag nichts. Natürlich nicht. Niemand außer mir scheint sie zu kennen. Sie ist ja nur die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Hat sogar kurz in Hogwarts unterrichtet. Interessant. Erstaunlich, dass ich noch nie von ihr gehört habe. Es ist eine Schande, dass sie nicht bekannter ist. In meiner knappen Freizeit lese ich oft über große Hexen. Und es gibt viele. Ich habe gelesen, dass sie hier in Hogwarts einen geheimen Depulso-Übungsraum errichtet hat. Aber raffiniert wie Hera Diana eben war, kann man den Raum nicht betreten, ohne Depulso zu beherrschen. Was Drittklässler natürlich nicht lernen. Und du bist Drittklässlerin? Blitznerkerin, hm? Ich habe gehört, dass sich ihr charakteristisches Gewand noch dort befindet. Ich würde es so gern sehen. Würdest du Hera Dianas Gewand besorgen und es mir zeigen? Wie konnte Hera Diana Byrne denn mit Depulso berühmt werden? Einst rettete sie Waisenkinder vor einem wilden Grabhorn, das sie über Stonehenge verbannte, im Süden Englands. Einmal hat sie einen zudringlichen schwarzen Magier bis nach Durmstrang verbannt. Aus den Alpen. Das ist vielleicht übertrieben, aber viele andere Geschichten über sie sind es nicht. Ah ja. Was ist denn mit Hera Diana Byrne passiert? Später unterrichtete sie in Hogwarts, aber nur für kurze Zeit. Offenbar gerade lang genug, um eine geheime Halle zu bauen. Dann verschwand sie eines Tages einfach. Manche sagen, sie hätte sich selbst verbannt, aber niemand weiß es sicher.
Na dann, ich schau mal. Sag mir, wo ich hin muss. Ich sehe mal, was ich tun kann. Geh einfach zur Halle von Herodiana am Fuß des Turms für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dort findest du einige Depulso-Rätsel, hinter denen sich Teile von Herodianas Gewand befinden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich etwas finde. Mach mal gleich jetzt nicht das. Ich freue mich schon auf Herodiana. Vielleicht kopiere ich es. Aber erstmal. Da bin ich doch ganz dankbar, dass wir hier. Suchen, von der Sophronia erzählt hat. Klingt interessant. Das hört sich doch nach Peeves an. Ah, hi Peeves. Da war er kurz vorbei. So, Astronomieturm. Ein daedalischer Schlüssel. Wohin der wohl führt? Accio! Revelio! Wo ist er hin? Ich fühle mich in Hogsmeade immer richtig. In den Schrank des daedalischen Schlüssels. Okay, haben wir den jetzt gekriegt oder? Das sind übrigens die Schlüsse, die man aus Harry Potter Teil 1 kennt. Na, das würde doch sein. Da ist der Schrank. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Geschafft. Genau so. Oh. Eine alte Münze? Vielleicht weiß Nelly mehr. Ich weiß mehr. Die gehört in die Haustruhe. Wieder mal auf Abenteuertour? In der Hausmarke. In den Hufflepuff-Raum gehört die. Die Werbung zu meinem Gryffindor werden, Gryffindor Marke und ein Ravenclaw und eine Ravenclaw Marke und ein Slytherin Marke. Die verwandelt sich halt in den, der in das Haus des Finders und der Finderin. Laufen wir am Stein rum und rum. Das ist eine Sidequest. Da ist Nelly. Katze. Madame Scribner duldet. Kannst du einem der daedalischen Schlüssel folgen? Yep. Hallo Nelly. Ich konnte einen daedalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig. Was hast du im Schrank gefunden? Eine Art merkwürdige Marke. Sieht wie ein Hausabzeichen aus. Ich wette, das öffnet Haustruhen.
Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in Gryffindor gesehen und gehört. In den anderen Gemeinschaftsräumen gibt es auch welche. Halte nach ihnen Ausschau. Aha. Ich hoffe, du machst weiter. Bei so viel Mühe muss der Preis ja atemberaubend sein. Ausmache in der Haustruhe. Ich sollte das erledigen und die Hufflepuff-Haustruhe finden. Na, so atemberaubend ist der Preis nicht, aber lohnt sich trotzdem, das mal zu machen. Na. Läuft es aber mal nicht so in manchen Ecken. Ist es noch schwierig. Ein Hufflepuff-Schüler. Im Hufflepuff-Gemeinschaftsraum waren wir lange nicht mehr. Ist gut, da mal wieder zurückzukehren. Der Unruhturm? Nein, das soll ja nicht. Nee, die Hausmarke in die Haustruhe. No, wait. Rebellio. Der Hogwarts-Architekt. Hogwarts-Architekt, hier umgeben von den vier Hausmaskottchen, entwarf und überwachte den Bau von Schloss Hogwarts. Gemeinsam mit der Gründerin Rowena Ravenclaw die Gestaltung des sich ständig veränderten Grundrisse zugeschrieben wird. Aha. Wir haben die Schlange, den Dachs, den Tiger und den Löwe, den Raben, die Krähe. Ich sage ja immer, die Krähe von Ravenclaw. Kleiner Snack. Und rein da. Zur Haustruhe. Das ist meine Haustruhe. Ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um die zu öffnen. Viel mehr, wie es aussieht. Ah. Das sind die Slots dafür. Ach du Schande. 15 weitere. Na, gute Nacht. Da sind wir noch. Da sind wir schneller mit den Demigeist-Monden fertig. Können wir, by the way, mal abgeben. Zwei, die wir dabei haben. Hier schon mal. Alohomora. Jetzt klauen wir hier bei den Jungs.
spielt eine Hexe und ich hoffe, das vermisst hier keiner. Zweites Lehrjahr, zweites Spieljahr. Verstehe ich das hier? Was ist das vierte? Rebellion. Finde ich übrigens interessant, dass die, dass man mit einem weiblichen Charakter die männlichen Staffel machen kann. Habe ich das schon mal gesagt, so mit den männlichen Charakteren nicht in die weiblichen hoch. Verwandelt sich nämlich der Treppe in der Rutsche. Das hat hier unten, also die Männer Schlafräume, die haben ja schon beinahe was von Hobbitshöhle. Nicht nur beinahe. Revelio. Und hier wird nichts Relevantes drin sein, oder? Hat irgendwie eine ziemlich geile Statue in einem der Räume ist. Und ein Secret hier. Erstmal einen Tee trinken. Ach, der ist der des fünften Raum. Des fünften Jahres. Das ist das dritte Jahr. Oh, das können wir noch nicht. Müssen wir später nochmal wiederkommen. Um hier weiter zu klauen. Was haben Sie jetzt vor? Was ich wirklich beeindruckend finde, hier gibt es wirklich keine Klos. Oder sehe ich da was? Und hier oben, wenn die Klos sind, praktisch, könnten die Jungs da nicht hin. Krieg kann ich sowieso hin. Die Nachrichten, wir haben alle schon Aufträge. Dann können wir mal die eine von Herr Rudina mal angehen. Das siebte Jahr. Was für ein hübsches Gesicht. Sie geben einmal ein Gut. Ein Spiegel. Komplimente macht. Keine Kisten zum Plündern. Wo ging Hufflepuff auf Toilette? Revelio. Frag von einem Freund. Im Gryffindor Gemeinschaftsraum gab es eine Toilette. Gehen in die Tür, in die Küche. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich.
Allerdings. Ganz Butterbier. To go. Ach, das ist ja großartig. Hier sehen wir mal die. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Hier sind die Speisen auf die Tische gestellt. Die werden dann hoch in die hohe Großhalle gezaubert. Stehen hier schon parat auf den Tischen. In den Tellern. Revelio. Eventuell gewaschen. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Nach dem ganzen Grennige mal ein bisschen. Alohomora. Ah, wir können was sammeln. Die Elfen werden wohl kaum was dagegen haben. Aha, Handschuhe. Hier weitere Hinweise auf Schlüssel finden wir hier nicht. Das müssen wir zufällig mal irgendwann mal sammeln, wenn uns welche begegnen. Also die Halle von Herodina. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Wait, ich guck mal hier kurz nach. Oha, mit Gryffindor rivalisieren wir. Slowen und Ravenclaw sieht ein bisschen blöd aus. Ja, Hufflepuff wird's machen. Dieses Jahr. Und Schlüssel. Musst du hier eine Truhe geben. Das heißt, in einem Schrank. Aha. Au. Zweite Hufflepuff-Marke. Gehen wir beim nächsten Besuch. Gemeinschaftsraum wieder hin. Ich will jetzt nicht extra nochmal hinlaufen. Jetzt sammeln wir auch mal erstmal mehrere. Ach, wegen dem Geistermund wollte ich abwickeln. Wir gehen da eh gleich wieder zurück. Zum Hausmeister. Ich kann nicht mehr weit sein. Besagte Halle. Ich frage mich, ob du mir bei einem kleinen Projekt helfen könntest. Später vielleicht. Das
Oder kennt sich jemand mit Zauber? Revelio. Tja, wie kommen wir da jetzt hin? Hast du Zeit? Ich könnte Hilfe brauchen. Ach, warte. Gab es doch einen bestimmten Zauberspruch. Flipendo war das doch, oder? Descendo, Depuso. Jetzt war das. Ah, Depuso. Ich frage mich, ob du mir bei einem kleinen... Das muss der Eingang zur Halle von Herodiana sein. Jetzt bin ich aber gespannt. Revelio! Und schau, ob Herodiana Burn so gut war, wie Sophronia behauptet. Weißer Umhang. Aha. Revelio. Da wurde schwarz. Dann hätte ich denken müssen. Ich schätze mal... Nicht. Tja. Ich kümmere ja so. Das einmal wenden. Und irgendwie anders hochkommen. Das mit der Treppe macht schon Sinn. Aha, vielleicht können wir ja.
Nein, kann man nicht. Tja, wenn es jetzt andersrum wäre, wird man da jetzt hoch. Vielleicht da hoch. Der Schalter setzt alles zurück. Gut zu wissen. Aha. Ich glaube, ich habe den Dreh langsam raus. Nur noch eins. Das Gewand. Ich habe ein ganzes Outfit. Selbst draufstehen und dann Anspruch wirken geht wahrscheinlich nicht. Springen, bevor es abfährt. Offensichtlich nicht. Okay, jetzt sind wir hier unten. Geht's wieder hoch. Rätsellösereien. Da muss eine Truhe. Was wenn? Jetzt könnten wir hier. Hätten wir einen Weg nach drüben. Aber weit geht's nicht. Hm.
Den Turm müssen wir dann halt mal zurücklassen. Das wäre geschafft. Scheint, als sei Herodiana da nicht gewachsen. Und das muss das letzte Teil von Herodianas Ensemble sein. Bemerkenswert. Kein Wunder, dass Sophronia es sehen wollte. Sie sehen am Rest nicht aus.